Ein herzliches Willkommen zurück hier zum Let's Play von Metroid Samus Returns. Ein bisher, wie ich finde, sehr grandioses Remake. Also Remake. Ja doch, eben ist ein Remake, haben wir schon einen zweiten Teil und... Ich sag's mal so. Eben, es ist ein gutes Remake. Wäre es echt ein eigenes Spiel, wo man sich sagte, so, da habt ihr ein neues Metroid-Spiel, komplett neu und so, müsste ich schon zugeben. Ne, es hat ein bisschen... Es hinkt ein bisschen. Allein schon wegen solchen Szenen, die gut in Szene gesetzt sind, ja, Szene in Szene und so weiter. Mit Samus zum Beispiel und so weiter und so fort, aber sie sagt nichts. Es gibt keine... Bei Metroid Fusion zum Beispiel noch und so. War auch so gut noch mit der Story interagiert wurde, mit anderen Charakteren. Alter! Napfenteil! Okay. Rot, das ist was Neues. Was zum... Ernsthaft? Na ja, da gibt's 10 Metroids. Ach du Scheiße. Okay, 10 Metroids. Das ist ja im Prinzip kein Problem. Und nachher will nur noch 17 für die restlichen Areale. Na gut, doch, wir gehen, wa? Da ist noch ein blauer. Also, der muss ein Gravel Bean sein. Oh oh. Jo, das ist ein geiler Start in neuen Part, Leute. Naja, da ist ziemlich sicher ein Golubin. Speicher, finde ich jetzt eine sehr geile Idee. Was ist das los, ey? Das ist eine scheiß Abwehranlage. Also, out of nur mich einfach abballen. Abballern. In mir kann man sie machen. Oder geht's da oben weiter? Oh, nee, das ist schon so eine. Tschüss! Nee! Schleimspur! Oh! Nein! Oh! Nein! Alter, was ist hier los? Ich wollte diese Schnecken. Ja, Energie ist schon noch gut, aber braucht ein bisschen was. Also komm schon, eigentlich habe ich einen Wave Bee, ne? Also. So. Was ist das denn jetzt? Jo, das kann ich vergessen. Da waren, glaube ich, echt die Super Missiles nötig, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist denn da für ein Vieh? Hab gar nicht, dann gar nichts. Nein! Moment! So, jetzt aber. Okay, was bekomme ich jetzt? Boosto! Beamboost verstärkt den Beam durch Erhöhung der Angriffskraft. Oh je, yeah. Macht doch schnell Feuer nutzbar, wir brauchen im Einsatz Eon. Was bin doch. Okay. Was bringt mir das im reellen Einsatz?
Ah, jetzt kann er die Dinger platt machen. Sehr schön. Irgendwie ist unten noch etwas. Der Beamboost. Sehr, sehr interessant. Einfach wieder deaktivieren. Ah, jetzt. Beamboost. Oh yes. Wie geil ist die Kraft? Beambooster. Oh yeah. So, ich gehe ein bisschen seltsamen Weg ab. Ich weiß, aber offenbar will das Spiel, dass ich erstmal nach oben weitergehe. Ah, da ist noch so einer. Sagt echt viel, kann das sein? Vor allem normale Beams. Zuerst. Ah doch, bringt doch etwas. Dass man ein Beam etwas ja eigentlich bringt, aber mir soll gar nichts. Hm, okay. So, nur des Prinzips halber. Was trotzdem nicht geht. Mit dem Super Beam Boost? Vermutlich schon, aber frisst so verdammt viel. Auch mit dem Beamboost auch platt machen, war sehr schön. Ja, kann man eh ein bisschen auffüllen, das wäre ganz geil. Nee, Muni macht er, der Rest macht er nicht, na schön. Oh, verdammt. Aua! Das war sowas von klar! Tot. Ermordet. Hm. Ja, Beamboosts. Ein bisschen sparsam einsetzen. Wäre vielleicht klüger. Booster. Booster. Sicher sonst nichts mehr. Oh, hier komme ich irgendwie noch hoch, oder? Beziehungsweise einfach irgendwie Durchgang. Diese roten Dinger wegkriegen, Powerbomben eventuell? Hm. Muss die eventuell da gar nicht wegkriegen? Vielleicht gibt es noch andere Fähigkeiten, wer weiß das schon. Aua! Alter, machen die Damage. Hm, so kriege ich auch die platt. Interessant. Ja, das finde ich jetzt aber außerordentlich interessant. So, das ist die umgekehrte Strecke im Prinzip. Ups, da war der Falsche. Riss.
Munition wieder auffüllen. Sehr gut. Den Rest brauche ich eigentlich gerade aktuell nicht. Nur, dass es nochmal hier war. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt gibt es da noch eine Tür und dann Aufzug. Alles klar, alles klar. Wupp. Und zappalott. Und rein da. Nee, bringt doch nichts. Stirbt wie eure Brüder! Dankeschön! Da ist noch so eins. Nee, da habe ich keine Chance. Kann natürlich da oben schon mal abballern, aber ich glaube, ich halte mir den erstmal für den hier auf. Sehr schön. Come on! Ich höre immer irgendwie so ein Come on raus. Oh. Uah! Okay. Nö. Was war denn das für ein Viech? Okay, das ist so ein Viech. Und das ist das altbekannte Drecksviech. Naja, die Schnecke, ja. Wow! Ah, der greift doch an! Finde ich jetzt aber nicht so toll! Was denn das jetzt für ein Scheiß? Naja, da könnte mal jemand sagen, dass das Vieh nicht drauf geht. Wieso hat mir das keiner gesagt? Aua. Dass immer so schmerzhaft sein muss, wa? Ja Mann, wenn die eine Pflanze so down geht und die andere nicht, was soll das riechen? Nee, nicht euer Ernst. Alter, was ist mit dem Spiel los? Oh, das ist jetzt ein bisschen pervers, ey. Oh, schon wieder hier, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir nicht irgendwo unten eine Sperrstation gehabt? Weil es kotzt mich langsam an. Ganz wegen immer drei- und vierfach zu gehen. Dann hast du gesehen. Könnte doch erstmal einen Aufzug nehmen, wa? Weil wenn ich den Aufzug nehme, dann muss eigentlich das Spiel zwangsweise speichern. Nur mal ganz kurz zum Testen. Geht das eigentlich kaputt, das Vieh hier? Ja, geht kaputt, okay. Ja, ich habe unten eine Speicherstation, aber das ist halt der ganze Hund. Nachher müssen wir hier alles weg, durchgehen und müssen die Viecher hier auch wieder da. Aua! So, aller guten Dinge sind keine Ahnung. Nee, war ja so. Mal runter war. Nehmen wir kurz einen Aufzug, falls einfach hier direkt eine Speicherstation wäre, natürlich noch ganz geiler. Ja, also bisher, wie gesagt, nach über 10 Parts kann ich schon mal sagen, ist natürlich eine geniale Neuinterpretation von Monster Hunter Metroid 2. Damals vom Game Boy, jetzt auf dem 3DS, hat man sehr gut rübergebracht. Aber eben, wenn man da halt noch ein bisschen mehr Story eingebracht hätten, so, weil es ist jetzt schon ein bisschen
sehr noch wie das Original damals und ja, das Original hat dazu seine Schwächen. Das Viech war jetzt aber ziemlich hart, ne Kick! Wir waren doch schon wieder. Nee, so ging es auch nicht. So ging es garantiert. Ja, natürlich kann ich überall hier den Power-Ding einsetzen, aber kostet und kostet und das gefällt mir nicht unbedingt. So. Es war auch keine Speicherstation, zumindest nicht in der Nähe. Das ist eine gute Frage, die ich mir gerade so stelle, wegen Areal 3. Ich meine, da sieht schon aus, als müsste ich rechts oben, dass da eigentlich der Hauptweg wäre, weil da links, wir sehen es auch, das, ja, Violette, der violette Abzweig. Da kommt er gar nicht hin. Also nach unten kann es eigentlich der Bereich gar nicht gehen. Irgendwo hier unten ist das Metroid-Viech. Aua! Ja, Schwierigkeitsgradmäßig hat es hier seit dem ersten Areal deutlich zugelegt. Also mein zweites Areal war ein bisschen nervig. Aber ansonsten nicht wirklich schlimm. Oder schwierig, sag ich jetzt mal. Aber das jetzt sieht schon ein bisschen mehr an. Ich mache es halt doch so. Es sind ja zwei. Ich habe zwei Dinger gesehen. Da geht es zumindest noch rüber, okay. Und so schnell geht das. Hier scheint es auch runter zu gehen. Alter, das ist einfach nur ein riesiges, langes Areal. Oder wie kann ich das verstehen? Scheint bisher so, wa? Ich bin gespannt, kann man damit eigentlich auch weiter gegen die Viecher? Weil es müssen langsam die Beta-Match-Worts kommen, wa? Ja, beide zu kombinieren kann schwierig werden. Ich mach's mal so, komm. Jo! Da ist das Beta-Viech! Oh ja, Alter, das macht Damage. So hat's Papa gerne. Jetzt meine Eon-Energie weg. Ah, das finde ich jetzt nicht so geil. Was machst du jetzt da? Ist das Vieh irgendwie stärker als die anderen oder täusche ich mich jetzt? Also wir hatten schon mal ein Beta-Viech, aber ich glaube, damals habe ich nicht so viel Energie verloren. Okay, das ist ein bisschen eine Folge der Game Overs. Da täusche ich mich gerade ein bisschen. Kommt mir ein wenig so vor. Wehe, wieder von vorne. Ne, ich hatte hier unten einen Speicherpunkt. Finde ich mir alles okay. Okay. Powerbeams hat super Schaden gemacht. Irgendwie. Von der Kombi, war von Missiles und der Attacke. Alles klar, weil Konter kann ich hier eigentlich vergessen. Mann! Mit dem Springen ist ja einfach ein bisschen scheiße, wenn man das sagen darf.
Ich wollte schon sagen, wie viel hält denn das wie noch aus? Ah, dann, dass hier alles Beta sind, wenn ich Pech habe, sind sogar noch Zeta mit Joyce. Oh. Ja, da freue ich mich jetzt schon. Oh, schön, da kommen natürlich nur so hoch. Da ist kein Durchkommen. Okay, habe ich noch genug Energie, um den Platz zu machen? Natürlich nicht mehr. Nämlich das Viech. Von allen Viech, die auftauchen können, kommt natürlich ausgerechnet das hier. Ionenergie wäre jetzt echt ganz geil. So, ich hoffe, es reicht. Das gibt's nicht. Wie viel brauche ich denn für das? Oh, okay. Machen wir anders mal. Dann gehen wir nach unten weiter. Toll, danke schön für den Elektroschock. Mann, oh, jetzt ist hier drüben. Speichern, das würde ich natürlich sagen, tue ich immer gerne, denn es ist ja auch ein guter Zeitpunkt, um langsam sich mal ein paar zu beenden. Ja, Areal 3 kann man sagen, hat es durchaus in sich. Metroids, wir erwarten jetzt alles Beta-Metroids. Naja, nicht weiter schlimm, das ist eigentlich so, wie bereits gesagt, erwartet. Alles andere, jo, müssen wir halt gucken, wie es verläuft. Da kommen wir jetzt gerade nicht durch, muss ich von der anderen Seite rüber. Okay. Sag bloß! Wäre mir auch gewundert, wenn das gegangen wäre. Wieso kann ich hier Ehrenenergie aufladen? Ah, Gravity Suit, wa? Kriegen wir in Areal 3 einen Gravity Suit? Weil dann natürlich Gravitation ja kein Problem, ich kann normal springen und dann komme ich darüber. Und käme dann darüber, ja, okay. Muss fast so sein, weil ich wüsste gar nicht, wie man das anders machen könnte. Erstmal scannen, damit ich später weiß, wo ich noch hin muss. Genau, und da komme ich natürlich so nicht rüber. Also, spontaner Tipp, Gravity Suit. Damit ich dann darüber komme. Dann ist die Runde erstmal vorbei, Freunde. Ich würde sagen, nächste Folge gehen wir wieder nach oben. Jetzt habe ich genug Energie, um das Vieh Platz zu machen. Also das Vieh, das, was auch immer das sein soll. Wo mir da vorhin ein Match schon den Weg versperrt hat. Dann geht es dort rechts mal ganz kurz weiter. Nachher wieder hoch, links noch entlang. Und dann zum Schluss wieder das Großgebiet oben, wo ich zu Beginn der Folge versagt habe. Hoffentlich diesmal mit einem besseren Ausgang. Wie dem auch sei, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.